Ja, herzlich willkommen zurück zum Horrorinternat. Zu Little Nightmares 2. Ganz genau. So wie ich immer mit meinem ganz genau sage. Das letzte Mal haben wir freundlicherweise den netten Jäger gebeten, uns zu verlassen. Und sind in eine Stadt gekommen. Nach ein paar frischen Seemannsliedern. Und trafen dort dann auf eine Schule. Oder beziehungsweise auf ein Internat. Die Kids schlafen hier auch. Und ja, die Kids haben Hansi entführt. Und das ist nicht so schön. Was im Übrigen auch nicht so schön ist. Wir können die mit dem Hammer kaputt hauen. Oh nee, ist das die Lehrerin? Die Leitung? Okay, sie dreht sich weg. Fordert mein Glück schon wieder zu sehr heraus, oder? Was ist, wenn die Kids uns sehen? Man sieht ihr Gesicht nicht. Wir warten noch eine Runde ab. Wie hat sich das Ganze trotzdem? Die Kinder haben zur Hälfte keinen Kopf mehr. Ist auch wirklich so richtig leise. Du hörst wirklich nur die Kreide. Ich bin tot. Dieser Schrank fällt um. Das heißt, ihr hört das doch safe. Wir können es aber da in der Kiste verstecken. Das heißt, ah, da ist sie. In was für einem Film bin ich hier jetzt schon wieder gelandet? Was ist das denn? Ich werde heute Nacht nicht mehr schlafen können. Tür ist zu. Ich muss jetzt durch den Lüftungsschacht. Ah, wir stecken das hier ein. Stimmt. Nee. Wo muss ich eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da ist die Tür zu. Wie creepy willst du sein? Spiel aus der Ecke, Little Nightmares 2, ja! Ey, ich bleib entspannt. Ey, es ist nur ein Game. Was ist denn der Start dieser Folge? Hilft sie dem Kind beim Lernen? Warum ist der vordere Teil so verschwommen? Ja, sehen mich doch. Zwei Sachen, was hätte ich tun sollen und was hätte ich tun sollen. Jo, und wieder hier, ich schneide euch das. Immerhin wisst ihr jetzt, wie die Schulen so im 18. Jahrhundert waren. Und
Schönen Tag noch. Ich krieg hier echt, also. Ich bin dann jetzt mal wieder bei Hansi. Ich sag's euch, der Boden knarzt. Aber der kommt nicht bis zu uns. Boah, der ist festgekettet. Dieses Game ist nicht brutal. Was zeigt der? Wieder so eine Kerze. Die haben wir schon mal gesehen. 10.000 Augen? Ich weiß immerhin, warum er angekettet war. Er war ein ziemlicher Weirdo. Vor allen Dingen hat er irgendwelche Störungen. Macht auch keinen Sinn. Aber nun gut. Behalt mal die Stange bei mir. Wie schon gesagt, wir lassen die Stange an der Stelle los. So. Wir lassen die Stange an der Stelle los und gehen weiter. Die Musik ist schon wieder so überdramatisiert. Wir hätten uns eigentlich tarnen können. Wir haben ja denselben Hut wie er. Da war jemand nicht artig. Immerhin sehen wir jetzt das Gesicht. Ja, freundlich würde ich sagen. Da vorne ist wieder ein Glas. Wir dürfen das nicht Wir dürfen es schon runterwerfen, aber wir müssen uns dann verstecken. Okay. Safe. Alles gut, wir atmen. Wir können noch atmen. Ja, guten Tag. Ich bin hier gar nicht. Ich bin unsichtbar. Okay, ich würde sagen. Hier runterzufallen ist nicht schön. Nicht nur, weil man sich alle Knochen bricht, sondern ich glaube, ihr wisst Bescheid. Wie hoch geht es hier? Spiel, ja. Der Joke nicht. Oh, jetzt müssen wir... Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Das hier umwerfen. Und uns hier verstecken. Ja, ja. Das ist so... Das ist nicht gruselig, das ist eklig. Ey, diese seelenlosen Augen. Hättet ihr nicht wenigstens ein bisschen mehr Wert auf die Augen legen können? Dass das wenigstens schön aussieht. So, erstmal safe. Aua. Hört sie nur laufen. Woher kenne ich eine Bibliothek, in der man von einem Typen weglaufen muss, der überall dich erreichen kann? Ja, Little Nightmares 1, ihr wisst Bescheid. Ganz genau. Langarm. Langarm hat uns ja auch echt eine Weile in dieser Bibliothek verfolgt. Nein. Sag's euch, wir müssen hier. Ihr glaubt nicht, wie psychisch anstrengend das ist. Es wird wahrscheinlich noch häufiger vorkommen, dass ich während dem Game einfach Pause drücke. Darf uns nicht sehen.
Jump. Mach die Tür auf. Was soll ich tun? Ich kann mich nicht... Ich konnte mich nicht bewegen. Was hätte ich machen sollen? For real, was hätte ich machen sollen? Ich konnte mich nicht bewegen. Wir hätten hier warten müssen. Ist okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ist okay. Sie muss die Tür aufmachen. Ja, ja. Toll. Ja, ja, wir klettern jetzt hier hoch, klar. Nein? Hä? Egal, was mir versprochen wird, ich will das safe nicht hin. Ich gehe jetzt einfach da. Wie schon gesagt, wir gehen da lang. Ich habe ein paar Fragen. Also ich komme hier obviously nicht hoch. Kann hier nicht springen. Seht ihr das? Kann hier nicht springen. Und die Tür ist auch keine Option. Weil die geht nicht auf. Okay, das hört sie auch. Oh, ich sehe es, wir können das hier verschieben. Okay, hätte ich drauf kommen können. Schließlich ist das ja unter anderem ein Hauptaspekt des Games, dass man Sachen ziehen und schieben kann. Er ist machbar. Laufen, ganz entspannt. Nein, das gibt mir voll Sweet der Lady-Vibes. Der Teppich ist krass wie so. Wir brauchen den Schlüssel. Und den Schlüssel kriegen wir, wenn wir oben sonst irgendwas machen. Wollen wir wetten? Ich würde sagen, wir gehen wieder systematisch von links nach rechts vor. Flaschen. Da ist wieder so ein Glitch-Dude. Wird der irgendwo... Nö. Wir haben Hüte, aber keine Glitch-Dude. Auf. Keine Glitch-Dudes. Wie lang hier ist die Uhr? Wer hat an der Uhr... Wir können gar nicht an... Dreht, ist es wirklich Schutz? Oh, guck mal, ein Hund. Noch Hund. Oh, eine Schachfigur. Kann man zusammenbauen. War easy. Das war das Rätsel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Musik gerade schön ist, aber nun gut. Hey, hier ist auch noch eine Schachfigur. Hier haben wir die Dame. Die Dame ist zweites Feld. Wir können nur den Deckel mitnehmen. Weiß nicht, ob das jetzt toll ist. Da ist ein Dude. Wirf's halt weg, gar kein Problem. Ah, er ist der König. Nein! Hallo! Kann es sein, dass wir das Spiegel verkehrt aufbauen müssen, weil ich kann die obviously nicht verschieben. Auch der König ist genau in der Mitte, ja. Der weiße König... Ja. Da ist auch das Ding vom König, hier oben. Ah... Wir müssen das hier da drauf tun.
Oh, da hinten ist ein Holzschwert im Regal. Oh, ich liebe das, wenn die Entwickler so viel auf Detailliebe geben. Ja, trotzdem eine Frage, wie komme ich da hoch? So? Also verschieben kann ich die nicht. Das heißt, dieses Schachspiel kann ich so nicht aufbauen. Lass uns mal den Turm holen. Der befindet sich hier. Ich würde sagen, wir bringen ihn mal nach hinten. Mann, ich drück doch nicht mal A. Nur mit A wirft man, sonst lässt er den eigentlich... Ist das bisschen... Toll, was hat mir das jetzt gebracht? Gar nicht. Ja, kann ich. Vielleicht sieht man da noch ein bisschen mehr hier. Da mag einer die Lady, also halt die Lehrerin genauso sehr wie ich. Hallo, ich hätte gerne den Kopf. Kann auch sein, dass das Kind tot ist. Aber wir gehen jetzt mal nicht vom schlimmsten Fall. Wir brauchen nur noch dieses Königsteil. Kann doch nicht sein, dass das so ultimativ schwer ist, da hochzukommen. Natürlich. Mega einfach. Wenn man vielleicht auch mal nachdenkt, Caster. Vielleicht um... Und springen, wenn ich den springe. Also eigentlich haben wir es jetzt. Ist das nicht sogar ein Schachmatt? Oh, sorry. Okay, mal gucken. So, er kann da nicht hin, er kann da nicht hin. Das ist ein Schachmatt. Lampe. Das hatten wir im DLC vom ersten Teil schon. Lampen sind Schalter. Außer man ist zu dumm, oben zu bleiben. Hä? Und da befindet sich ein Key. Das war, ja, im Vergleich zum DLC vom ersten Teil, ein logisch aufgebautes Rätsel. Wir haben ihn schachmatt gesetzt. Also ganz kurz, er kann... Auf die drei Felder hier vorne kann ich. Er ist ja König. Er kann in ein Feld laufen. Auf das Feld und das Feld kann er nicht, weil sonst wird er vom König selber geschlagen. Er kann nicht stehen bleiben, sonst wird er vom Turm geschlagen. Und er kann nicht nach hinten, weil hier die Dame steht. Also der Dude, er macht Sinn. Er ist tot. Also, ich weiß nicht, darf ich das so sehen? Also ist es richtig, dass er ein toter Typ ist? Boah, die Schatten draußen. Ey, wenn sich da was bewegt. Ich habe immer Angst, da kommt jetzt einer. Wo ist eigentlich die nette Dame hin? Die kann ja schlecht hier abgeschlossen haben. Weil die muss ja dann... Sie ist oben lang. Ist... Oh, wir sind in der Küche. Da gibt es einen Koch. Oh, und eine Wurst, natürlich. Noch ein paar Hommagen mehr an den ersten Teil. Vor allem die Sounds kommen von rechts. Ja, bei euch auch. Okay, ich hoffe. Das ist, wenn man ein bisschen zu sehr mit der Wurst spielt. Also du bist ja selber schuld, sag mal. So viel isst man auch nicht. Wir haben wieder so einen Glitch-Typen. Ja. Der hat sich in Tod gegessen, Leute. Esst nicht zu viel. Ach, da oben. Das wusste ich, das habe ich gesehen, direkt beim ersten Mal. Boah, mich stört das gerade voll, dass diese Sounds nur von rechts kommen. Ihr wisst nicht, wie sehr ich es hasse, wenn Geräusche permanent das gleiche Geräusch von einer Seite kommt. Bei Filmen, wenn da mal jemand spricht und das von rechts kommt oder so, ist ja okay. Aber nicht so extrem. Please. Oh, das ist so die Kantine. Ich sag's euch, das sind jetzt 10.000 Kinder.
Das war nicht der Deal. Oh mein Gott, wenn er auf mich draufspringt, kriegt er die Kelle ins Gesicht. Aber er überlebt das. Ja, kein Problem. Siehst du, da sind mehrere. Das war nur als Joke gemeint. Geht da jetzt einfach durch. Ja, aber genau das kenne ich. Mann, weg hier. Was ein Schubskreis, ey. Ich sag's euch, wir werden unsere Maske verlieren. Meine Prediction ist, uns laufen dann 10.000 Kinder hinterher. Hey, ihr rennt mich nicht um. Ey, und auf da, ich hab halt legit gar keinen Bock da drauf. Okay, aber wir setzen unseren Hut wieder auf. Das ist schön. Das Glasding werfe ich mal gegen den... Alter, sonst gibt's hier ja nichts. Und Glas hat auch kein Geräusch, wenn es kaputt geht. Das ist angenehm. Dieses Game gibt mir... Also, kein Scherz. Dieses Game ist an Horror nicht mehr zu übertreffen. Natürlich. Klar. Es gibt auch Horror-Games, die sind ab 18. Aber das ist halt... Ich weiß, dass ich 16 bin. Mann. Doch so ein Vollidiot. Meinte, ich bin 5. Ja, aber trotzdem, das ist halt... Normale Menschen in meinem Alter spielen Call of Duty und sonst so ein Müll. Ja, also ich sag jetzt, ich will nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Kann ich ja gar nicht. Ich habe keins davon gespielt. Aber ich bin halt kein Fan von Shootern. So, ist halt nicht mein Fall. Ich weiß, ich habe Metroid gespielt, aber Metroid ist halt einfach was ganz anderes. Metroid ist ein Jump-and-Run 2D-Shooter Castlevania, also Metroidvania-Game. Genau, nur um das ganz kurz festzuhalten, dass das nochmal was anderes ist. Aber ich bin halt kein Fan von Shootern. Und dementsprechend ist das hier halt so schon... Weiß ich nicht. Für mich ist das brutal. Da ist ein Gehirn. Oh, das Gehirn geht nicht kaputt, weil es ein Gehirn ist. Aber jetzt. Und wir müssen mit dem Gehirn... Bewegt. Sag's dir, das Gehirn denkt, jetzt trifft doch mal endlich. Ja. Ich wusste es. Keine Ahnung wie, aber ich wusste, dass jetzt irgendwie was mit ihr kommt. Kauf dir den neuen Hals. Frau Lehrerin, Frau Schmidt, kaufen Sie sich einen neuen Hals. Die armen Frösche. May they rest in pieces. Ey, du machst da jetzt nicht Froschfilet, sag mal. Das riecht so hell, so ganz weird. Unangenehme Vibes. Ich warte kurz, ob sie zurückkommt. Sie hält das Messer. Habe ich hier irgendwas so? Sie hält das so richtig so. So nicht so, wie man das hält, sondern so richtig unangenehm. Okay, sie kommt, glaube ich, nicht zurück. Ich vertraue da drauf, Spiel.
Wenn es speichert. Immer unangenehmes Gefühl. Da sind Hände. Du hast wieder Gehirne. Ach, das kennen wir schon, die Masche. Klar. Ach, guck mal, da hinten ist so ein anatomischer Typ. Uns hier nicht, oder? Ach, da oben. Hä, wie soll ich da hochkommen? Legit, sie steht da. Sie hat doch den Hals nicht. Hä, was ist das denn? Wir sollen an ihr vorbeilaufen. Ja, und jetzt sieht sie. Soll ich es weiterwagen? Also sie hat mich gesehen, aber ist das schlimm? Ja, ist es. Legit gar keine Lust drauf. Ja, ja, der braucht seine... Ist das eine Lunge? Bin da gerade hängen geblieben an der Kante? Oh, bitte, bitte. Da hinten, das ist wichtig. Ja, ja, wir warten noch mal. Ja, aber da oben. Hä? Es macht keinen Spaß mehr. Legit, es macht keinen Spaß mehr. Ich schneide euch das kurz. Okay, wir warten nochmal. Ich hasse sowas echt. Wir scouten jetzt, was sie macht. Und dann gucken wir, wie wir da rüberkommen, ohne gesehen zu werden. Kommt nochmal hierher. Jetzt. Ja. Okay. Jo, that was easy. Ein Glück, dass ich mich gehalten habe. Huhu! Was uns jetzt aber dann hier rechts erwartet, das sehen wir in der... Beziehungsweise, ich muss da noch kurz runtergehen. Ja, perfekt. So. Dann speichert das hier nämlich. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Auf jeden Fall, ich werde nämlich unbedingt damit weitermachen. Deswegen, ja, wenn ihr auch Bock drauf habt, positive Bewertung, wenn ihr sehen wollt, wie ich leide. Und verpasst die nächste Folge nicht. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Und seid in der Schule immer artig.